Nummer 1. Brave Jungs brauchen rund um die Uhr Bestätigung, Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit. Diese Dinge scheinen ja wie Opium für diese Kerle zu sein und sie richten irgendwie ihr komplettes Handeln danach aus. Sie haben Angst anzuecken, Angst davor, isoliert und alleine dazustehen, und sie tun eigentlich immer das, was man von ihnen erwartet und verlangt. Dass du damit, wenn überhaupt, nur Leute anziehst, die dich ausnutzen werden, versteht sich von selbst, Kumpel. Du bist viel besser beraten, wenn du die Dinge um ihrer selbst willen tust und eben nicht, damit du Schulterklopfen von anderen bekommst. Lerne also Nein zu sagen, wenn jemand zu viel von dir verlangt oder dich übervorteilt. Sei nicht ständig für alles und jedermann verfügbar und hüte dich auch vor Leuten, die dich für ihre Zwecke umschmeicheln. Zweitens, brave Jungs labern viel und machen wenig. Sehr viel zu schwatzen, Versprechungen und große Ankündigungen zu machen und dann eben doch nicht mit Taten zu liefern, ja, das ist echt ein untrügliches Zeichen von Schwäche und auch fehlender Klasse. In diese Rubrik fallen ja auch Dinge wie Klatsch und Tratsch, Intrigenspinnen und, wie ich finde, generell eine, naja, sagen wir, Marktschreier-Mentalität. Du musst nicht alles, was in dir vorgeht, was du planst und vielleicht vorhast, lautstark ausposaunen. In letzter Hinsicht bewerten dich andere nur nach deinen Taten. Und wenn die eben nicht mit deinen Worten korrelieren, dann wandert deine Anziehung völlig zurecht in den Keller. Drittens, du jagst Frauen anstatt Erfolg hinterher. Also den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, das geht halt einfach nicht. Als Mann hast du ja sowas wie einen Marktwert. Und dieser hat nichts mit Anmachsprüchen und Verführungskünsten, sondern eher mit Macht, Einfluss und Selbstbestimmung zu tun. Nummer 4. Brave Jungs kennen keine Loyalität. Biegsam wie ein Aal und das Näschen immer schön mit dem Wind drehend. Auch das ist für mich ein Zeichen von fehlender Größe, das ja dann auch in der Folge vom jeweiligen Umfeld mit Misstrauen quittiert wird. Ich denke mal, die meisten werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass man Leute, auf die wirklich Verlass ist, eigentlich nur in Krisenzeiten erkennt. Je heftiger die Krise, desto mehr trennt sich die Spreu vom Weizen. Jeder ist sich selbst eben doch der Nächste. So ist das nun mal und wahrscheinlich hat das grundsätzlich auch seine Richtigkeit. Der Punkt ist nur, dass du solche Leute eben erkennen musst, dass du ihnen mit Vorsicht begegnest und viel wichtiger noch, dass du jene, die sich dir gegenüber in Krisenzeiten loyal zeigen, schützt wie deinen eigenen Augapfel. Fünftens, brave Jungs sind impulsiv und ticken einfach zu schnell aus. Gemeint ist hier die fehlende Kritikfähigkeit und um es deutlicher zu sagen, der Schneeflöckchencharakter, mit dem diese Typen auftreten. Das hat ja heute beinahe alle Teile der Gesellschaft ergriffen und bloße Worte sind fast schon Terrorismus. In diesem Fall kannst du dir eigentlich mal eine Scheibe von den sogenannten Boomern oder generell von vorangegangenen Generationen abschneiden. Im Englischen gibt's bzw. gab's ja mal die Redewendung "Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me." Will sagen, Leute, die du nicht kennst, kennen in den meisten Fällen auch dich nicht. Und wenn diese eben gegen dich sticheln oder überhaupt ein Urteil fällen, dann sollte dir das einfach mal komplett egal sein. Nimm's wie ein Kerl und verschwende nicht deine Zeit damit. Interessant sollten für dich allein Urteile von Leuten sein, die in deinem Umfeld und auf Augenhöhe sind. Danke fürs Zusehen, kommentieren ist erlaubt. Ciao, ciao.